Yu-Gi-Oh! Hat ein Problem und das heißt Kashtira Eraser. Für alle, die sich jetzt fragen, warum diese Karte ein Problem ist, das ist der Top-Card der letzten Events. Ich wollte es nur mal erwähnen, wir haben bei Kashtira ein bisschen was gehittet, hat offensichtlich nicht gereicht. Das bedeutet, wir müssen Kashtira Eraser auf die Banlist setzen. Und ich bin nicht der Einzige, der das sagt, denn Eraser. Jeder sieht Kashtira Eraser auf der Banlist. Und das heißt, das heutige Video geht einmal um die Banlist, logischerweise. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht, was wir hitten können. Denn der gute Julian hat ja die Banlist-Season eingeläutet hier in Deutschland. Und da hieten wir logischerweise auch mal rein. Wir müssen uns aber überlegen, was könnte Konami tun? Wir haben natürlich die besten Decks vom Format, wo man sich überlegen muss, okay, könnte Konami da vielleicht ein bisschen was tun? So ein paar Problemkarten, wo wir darüber sprechen können, machen wir. Decks, über die wir sprechen sollten, sind Kashtira. Haben wir mit der Rise hat schon ein bisschen was geklärt. Haben wir Runic, Ricker, Sprites, Despier und Purli. Das sind so die Decks, über die wir mal reden sollten. Und ich habe mir für heute was ganz anderes überlegt. Normalerweise sage ich ja, das könnte passieren, das und das und das. Ich dachte mir, ich nehme ein Konzept, was sinnvoll ist, was Konami tun sollte. Und dann gebe ich euch meine Meinung, was Konami tun wird. Ich weiß nicht, wie es funktionieren wird. Wir werden mal sehen, wie das ausgeht. Die erste Karte neben Eraser, über die wahrscheinlich alle sprechen werden, ist einmal Eradicator Epidemic Virus. Eine Karte, die alleine Duelle entscheiden kann. Tom guckt sich das Ganze jetzt erstmal an. Da ist der Eradicator direkt. Oh, direkt hinten. Okay, und jetzt gucken wir uns die Hand an von Tom. Wie viele Zaubergarten sind darin? Eine Burf, ein Planet, ein Prosperity, ein Das ist unglaublich. Fast nur Zaubergarten. Hoping that Lars does not have a copy of Evenly Matched. Maybe he does. He does have that common cyclone to swing out. And here comes the Epidemic Eradicator Virus. Die Karte war nie ein großes Problem. Die Karte ist ein bisschen dumm. Was Konami machen sollte, wäre die Karte auf 0 zu setzen. Denn das ist der richtige Call. Eine Karte wie die sollte nicht im Game sein. Auch wenn ich persönlich jetzt die nicht für ein großes Problem halte, haben die Events gezeigt, wo die Karte wirklich prominent der Faktor war, dass wir verloren haben oder der Gegner verloren hat, dass Konami die wahrscheinlich auch irgendwie killen sollte. Deswegen glaube ich auch, dass bei Eradicator, Konami sagt, jupp, auf 0, vollkommen fein. Kurzer Tipp dazu, wenn Eradicator auf die Banlist kommt, möchte ich einmal kurz einwerfen, dass ich auch Anti-Spell auf der Banlist haben möchte. Die macht zwar nicht das gleiche wie Eradicator, aber wenn ihr eine Hand habt mit 5 Spells, ist die genauso ein FDK. Dann sprechen wir einmal über Sprites. Und der richtige Hit von Konami wäre, Gigantic Sprite auf 0 zu setzen. Denn ein Monster, was generisch Monster aus dem Deck spezial beschwören kann, ist nicht so geil. Wir gucken uns einmal Ibli an. Das ist eins der Monster, was wir beschwören können. Und das ist nicht ganz so fair. Was Konami aber tun wird, bin ich mir relativ sicher, dass die Sprite Starter auf 1 setzen werden. Ich glaube, die werden nicht viel mehr tun, als das zu machen. Ich persönlich bin der Meinung, man müsste Sprite eigentlich gar nicht hitten, weil das Deck aktuell nicht mehr so krass performt. Aber wenn man Sprite hitten möchte, wäre der generische E-Special aus dem Extra-Deck der Hit, den man gehen sollte. Die werden aber die One-Card-Kombo einschränken und Starter auf 1 setzen. Gucken wir mal so Richtung Despia. Denn Despia kann eine ganz tolle Sache machen, die kann euch nämlich daran hindern, dass ihr Yu-Gi-Oh! Spielen könnt. Die Karte, die das ermöglicht, ist der Sanctifier. Die neue Fusionskarte. Der richtige Hit wäre also diese Karte, die das ermöglicht, auf 0 zu setzen. Leider müssen wir sagen, dass Sanctifier eine relativ neue Karte ist. Konami schreckt zwar nicht davor, Karten zu bannen, die noch keinen Reprint bekommen haben. Die Karte ist, glaube ich, aber zu neu dafür. Was Konami also machen wird, ist, die Gimmick-Puppe zu bannen. Es macht zwar gar keinen Sinn und auch eigentlich keinen großen Unterschied. Ich bin mir aber zu 80% sicher, dass Konami genau das tun wird. Frag mich nicht warum, ist so ein Gefühl, was ich habe. Sprechen wir wieder über Kashtira und so ein bisschen über andere Decks, die die Karte theoretisch spielen können. Und das ist einmal Dimension Shifter. Eine Karte, die notorisch dafür da ist, dass der Gegner nicht spielen kann. Mit Decks wie Kashtira und wie Fluoran Reese ist natürlich die Karte besser geworden, weil die halt inhärent gut spielen konnten, weil die selber ja kann managen. Auf 0. Wäre die gut aufgehoben, denn das ist eine Karte, die ist einfach scheiße. Was Konami machen wird, ist die wahrscheinlich auf 1 zu setzen. Ich sehe keine Welt, in der Konami diese Karte nicht anfasst, weil die so prominent war. Ich glaube nicht, dass die auf 0 geht, einfach weil in der Rarity Collection im OCG Shifter mit drin war. Deswegen glaube ich nicht, dass die Shifter auf 0 setzen. Auf 1 würden wahrscheinlich aber sehr wenige Leute die überhaupt noch spielen,
wegen der Restriction, die die Karte halt inhärent hat. Lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ihr das auch jedes Mal von mir bekommen könnt, denn so Business Predictions sind tatsächlich aufwendiger als man denkt, weil man muss sich echt ein paar Gedanken darüber machen, was Konami tun würde, denn wir wissen es ja alle nicht und wir raten halt einfach. Dann kommen wir zu einem Deck, was ich noch gar nicht angesprochen habe, und das einmal Manadium oder VW. Es gibt eine neue Karte, die heißt Crimson Dragon. Und Crimson Dragon kann generisch Synchro-Monster aus dem Extra-Deck beschwören. Wir haben schon mal festgestellt, das ist ein Problem bei ganz vielen anderen Karten. Allerdings glaube ich nicht, dass Crimson Dragon selber eine schwierige Karte ist. Eine Karte, die ein Problem ist, ist King Calamity. Und die Karte muss auf 0. Ich finde es übrigens super witzig, dass eine Karte wie King Calamity es einen Effekt hat, die sagt, boah, keine Effekte mehr für die restliche Runde. Und eine Karte wie der True King of All Calamities schon auf der Banlist ist. Ich glaube, dass Konami daran nichts ändern wird. Ich glaube, dass sie das genauso designt haben, dass das funktioniert. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist Runic, was ich beim Aufnehmen vom Video vergessen habe. Der richtige Hit wäre natürlich Tip und Fountain auf 1 zu setzen. Ich glaube nicht, dass Konami beides tun wird. Ich sehe aber einen Fountain-Hit auf 1 für gar nicht so unrealistisch. Das ist, was ich zu Runic zu sagen habe. Noch eine Karte, die wir sprechen sollten, das geht jetzt einmal Richtung Bully. Denn ich bin der Meinung, dass die Karte Noir oder Ex-Poly Noir auf 0 gehört. Ihr könnt mich dafür jetzt hassen oder lieben, je nachdem, in welchem Lage ihr angehört. Aber ein Tower-Monster, was nicht once per turn Karten ins Deck zurückspinnen kann, als Quick-Effekt ist vielleicht nicht der smarteste Move, den man so tun kann. Ich glaube, dass Konami nichts hitten wird. Oder wenn sie was hitten, dann vielleicht Sleepy Memories auf 1. Ich glaube aber, dass sie nicht mal das tun werden. Ich glaube, dass Poly komplett unscathed sein wird und da wirklich halt nichts passiert. Und wenn wir über die limitierten Karten sprechen, sollten wir ganz kurz wieder zu Kashtira zurückkommen. Denn es gibt eine Karte in dem Themendeck, die ist ziemlich gut. Wir könnten jetzt sagen, okay, der Fenrir ist ziemlich gut, der Unicorn ist ziemlich gut. Der Fieldspill, ziemlich gut. Die Karte, die meiner Meinung nach die beste Karte in dem Deck ist, ist Birth. Und Birth ist eine Karte, die ist perfekt auf 1. Die Karte ist gut, die sollte aber nicht mehr als einmal verfügbar sein, denn dann müsst ihr mit Unicorn euch entscheiden, was ihr sucht. Und das sollte eine Entscheidung sein, die wirklich relevant ist. Ich glaube wirklich auch, dass Konami, wenn sie Arise hat, bannen, wovon ich wirklich ausgehe, die Unicorn wieder zurück auf 3 packen, dass sie trotzdem Birth auf 1 packen. Ist eine Vermutung von mir. Ich weiß nicht, wie genau das sein wird oder was das Reasoning dahinter sein wird. Es macht es logischerweise anfälliger für Interruptions und das Grind Game wird damit halt ganz schön gekillt, wenn ihr die Karte vom Feld entfernen könnt. Jetzt geht's einmal ganz kurz in die generischen Karten. Karten, die wir in jedem Deck spielen können. Und da gibt's ein paar, über die wir einmal reden sollten. Die erste Karte ist einmal Bissiel Magnamut. Ich weiß, die ist natürlich nicht super generisch. Ihr könnt die theoretisch in jedem Deck spielen. Aber ein Deck, in dem aktuell wirklich gespielt wird, ist halt Dragon Link, die vielleicht nicht auf 3 sein sollte. Wir haben es auf den Worlds gesehen, dass die Karte auf 1 fein ist und auch gut funktioniert. Ich finde, genau da gehört die auch hin. Und ich glaube, dass Konami auch genau das tun wird. Denn mit den neueren Decks, die kommen, wenn die wirklich Arise Heart rausnehmen, müssen die bis jetzt hitten. Die können die nicht einfach so frei rumlaufen lassen. Weil ohne Arise Heart und ohne Shifter, nach dem, was ich jetzt hier gebaut habe, werden viel mehr Karten im Friedhof landen und dann wird ein Deck wie Dragon Link oder generischere Decks, die die Karten super integrieren können, wie das Bissio Synchro Deck, deutlich besser. Und deshalb glaube ich schon, dass wir diese Karten auf 1 sehen werden. Weil jeden Drachen im Game zu suchen, glaubt's oder nicht, ist ein ziemlich guter Effekt, auch wenn der erst in der Endphase passiert. Die nächste Karte, die angefasst werden müsste und Konami muss die eigentlich anfassen, und das ist einmal Port of Prosperity, die auf 1 zu setzen. Ich persönlich bin sogar der Meinung, kann sogar auf 0 gehen, weil, oh mein Gott, ist das eine dumme Karte. Allerdings glaube ich schon, dass Konami auch da gesehen hat, dass die Karte vielleicht nicht auf 3 gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass Konami den Sneak-Move macht und die erstmal auf 2 setzt. Könnt ihr mir vorstellen? Meinetwegen kann die übrigens auch verboten werden, habe ich jetzt gar kein Problem mit, aber Konami sollte die mindestens auf 1 setzen. Ich glaube, das werden sie auch tun. Die nächste Karte ist einmal Skill Drain. Eine Karte, wo ich meiner Meinung bin, dass die Karte relativ fein ist, aber wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass das vielleicht doch nicht ganz so fein ist. Was Konami mit der Karte tun sollte, ist sie wirklich auf 1 zu setzen. Ich glaube, auf 1 wird die kaum noch jemand spielen.
Vielleicht in einigen Decks, in Labyrinth zum Beispiel. Wir sehen ihn deutlich seltener, das ist halt super wichtig. Und ich glaube auch, dass Konami den Move tun wird. Denn wir haben die, glaube ich, in Master Duel wieder auf 1. Wir haben die im OCG, glaube ich, auf 1. Wir hatten die ja auch im TCG auf 1. Da kann die auch gerne wieder zurück. Semi-limitierte Karten habe ich gar keine. Ich finde die Kategorie komplett schwachsinnig. Es gibt so ein paar Karten, ja, die können da meinetwegen drauf. Malicious ist ein ganz gutes Beispiel, die gehört da irgendwie hin. Andere Karten jetzt nicht unbedingt. Und jetzt geht es aber um die Karten, die wir von der Bandlist wieder zurückkriegen. Ich nenne euch mal ganz kurz einmal zwei Karten, wo ich der Meinung bin, dass die beide komplett auf 3 wieder zurückkommen können. Und das ist einmal Salamangreat Gazelle oder Gazelle auf Deutsch, wie auch immer ihr das aussprechen möchtet. Das ist eine Karte, die wird nichts verändern im Game. Der neue Salamangreat Support ist solide. Die Karte hilft. Packt die auf 3. Das gleiche gilt übrigens auch für Sky Striker Mobilize Engage. Sehr gute Karte, die nichts verändert hat. Striker ist ein solides Rogue Deck, vielleicht ein Tier 3 Deck. Vielleicht, wenn ihr es ganz hochrechnen wollt, sogar ein Tier 2 Deck. Glaube ich jetzt nicht, aber es ist halt spielbar. Gerade als Second Variante. Gibt ihr halt ihr Spielzeug zurück. Ich glaube nicht, dass das wirklich viel verändern wird. Und das werden wahrscheinlich auch viele andere sagen, zu dem, dass Engage zurück auf 3 kommen kann. Und dann habe ich mir die Bandlist mal ein bisschen genauer angeguckt und habe hier eine Liste gemacht zu allen Karten, die wieder auf 3 kommen können. Das ist jetzt nichts, was Konami tun wird. Das ist aber das, was Konami tun sollte. Hier ist die Liste. Stoppt, wenn ihr was verpasst habt. Lasst mir mal eure Bandlist-Prediction in den Kommentaren da. Und sagt mir mal, wenn die Bandlist draußen ist, wie ich mich so angestellt habe. Würde mich mal im Nachhinein interessieren, was ihr dazu sagt. Wenn ihr noch ein Video sehen wollt, wo ich Dinge bewerte. Ich habe da Spaß in Yu-Gi-Oh! Bewertet. Viel Spaß damit!